Liebe Leute, hier ist Robin Dean noch einmal mit seinem kleinen Zwischenvlog-Fingy. Ich bin wieder im Industriegebiet in Striersdorf, wie auch in meinem letzten Vlog schon einige Zeit. Aber diesmal mache ich mich auf die Suche nach einem Bus, und zwar dem 236er. Ich habe ihn schon einmal gesehen. Da ist er eben einmal seinen Plankurs nach Striersdorf gefahren. Letzten Montag oder vorletzten Montag oder irgendwie so war ich in Strebersdorf, da war aber leider ein schulfreier Tag. Da ist er eben nicht gefahren, obwohl es in der Fahrplanauskunft aufgeschrieben ist, dass er fahren würde. Und heute ist kein schulfreier Tag, also, und er kam trotzdem nicht bis nach Strebersdorf. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es irgendwo in Richtung Langenzersdorf eine Baustelle gibt und der Bus dort gar nicht durch kann. Informationen gibt es ja zu dieser Linie absolut keine, weil Konzession liegt bei Dr. Richard, betreiben so die Linie Blagus, und keine der beiden Firmen fühlt sich auch nur irgendwie dafür wirklich verantwortlich. Somit werde ich mich jetzt mal nach Langenzersdorf begeben und schauen, ob vielleicht dort heute ein schulfreier Tag ist, wer weiß, und die Linie suchen. Also mal so generell an Fahrpläne hängt nur noch einer bei der Haltestelle Strebersdorf und einer bei der Haltestelle Lohnergasse. Auch in Fahrtrichtung stadtauswärts hängt noch ein Fahrplan bei der Haltestelle Ulmengasse, die sich bereits in Langenzersdorf befindet. Aber das ist es dann mit der Information über diese Linie auch schon so ziemlich. Ja, online findet sich eigentlich dazu nichts. Ich habe aber eben schon einmal einen Blagus Causeway Low Entry Bus auf der Linie gesehen. Da habe ich auch Fotos. Die sind auch bei mir am Facebook-Account. Kann man sich anschauen. Sollten eigentlich öffentlich sein, also soll sich jeder anschauen können. Ja, und ich wollte jetzt mal bei schönerem Wetter und bei besseren Lichtverhältnissen ein Foto von dem Bus machen, also von der Linie. Aber irgendwie kommt sie nicht mehr nach Strebersdorf, wenn ich mal Zeit habe. Ich werde jetzt noch schauen, ob vielleicht heute eben in Niederösterreich ein freier Tag ist. Aber ich glaube nicht. Somit sehr seltsam, und ich gehe jetzt die Linie suchen. Gehe jetzt hier am Industriegebiet entlang bis nach Langenzersdorf. Ja, und schau mal, ob ich die Linie finde. Also hier ist die Haltestelle des 236ers. Da fuhr gerade ein 34a vorbei. Und da ist es laut wegen der ganzen Lieferaktivität, aber hier hat man eben 236, also Kraftfahrliniennummer 757.201, Ortsverkehr Langenzersdorf, und hier geht es eben, alle Kurse werden nur an Schultagen geführt, Dr. Richard Verkehrsbetriebe, und hier um 7.16 Uhr und um 8.26 Uhr einen Kurs ab Strebersdorf. In die andere Richtung fährt er eben vorher nach Strebersdorf, das hat man hier unten. 6.55 Uhr ab Langenzersdorf und 7.55 Uhr ab Langenzersdorf. Jo, ich werde jetzt also langsam Richtung Langenzersdorf gehen und werde halt schauen, ob ich dann so gegen 7.38 Uhr schon irgendwo bin, wo der dann fahren soll. Wenn nicht, dann werde ich auf den nächsten warten müssen, ob der dann fährt. Irgendwo habe ich im Internet mal einen Plan gesehen, wo der 7 Uhr Kurs nicht oben stand. Also es könnte durchaus sein, dass es den 7 Uhr Kurs nicht mehr gibt. Dann sollte das aber auch gut kommuniziert werden. Ja, also ich gehe jetzt hier ins Industriegebiet Langenzersdorf Süd rein. Und da stehen noch ein paar Haltestellen teilweise von dieser Linie. Ja, und mal schauen,
da vielleicht irgendwer im Bus verendet ist oder irgendwas. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung, was los ist, weil heute ist definitiv ein Montag und es ist nicht frei. Es ist der 6. Juni, also I don't get it. Hier in der Kando-App und auch beim Vor- und in der ÖBB-App scheint der Bus heute auf. Also schauen wir einmal. Also, da es jetzt bereits 7.36 Uhr ist, werde ich es wohl nicht bis 7.38 Uhr irgendwo zur Hauptschule in Langenzersdorf schaffen. Somit gehe ich jetzt halt mal weiter und eventuell schaffe ich es bis um 8 Uhr oder circa 8 Uhr nach Langenzersdorf. Und dann kann ich schauen, ob es den 236er auch nur annähernd irgendwo heute gibt oder ob der heute nicht fährt. Und wenn er heute nicht fährt, dann ist die Frage, warum? Jetzt nur investigativ auf Robin.de. Hier sind wir jetzt bei der Haltestelle Ulmengasse. Die steht auch nur in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Fahrtrichtung stadteinwärts sind dort hinten noch die Reste zu sehen. Die wurde offenbar einmal umgefahren und nie ersetzt. Hier selber Gesamtausgangsfahrplan, wie an allen anderen Stationen, die es noch gibt. Jo. Und hier eben absolut nichts mehr, außer hier dieser abgequetschte Rest der Haltestelle, wo sie offenbar einmal war. Absolut nichts mehr hier. Also auch hier kein Bus. Somit gehen wir jetzt einmal weiter. Hier sind wir jetzt an der Haltestelle Hochauerstraße, die eine der wenigen Haltestellen am Strebersdorfer Ast dieser Linie ist, die noch in beiden Fahrtrichtungen steht und in beiden Fahrtrichtungen noch einen lesbaren Aushangfahrplan hat. Also hier ist die in Richtung stadteinwärts quasi und auf der anderen Seite dort ist die Haltestelle in Richtung stadtauswärts. Auch hier nirgends ein Bus. Ja, nicht überraschend, weil derzeit sollte auch keiner hier fahren, sondern erst wieder in ein paar Minuten. Ja, hier statt auswärts um 8.26 Uhr, statt einwärts hier um Punkt 8 Uhr. Jo, also gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben noch Zeit. Es ist 7.45 Uhr. Das heißt, in 10 Minuten sollte dieser zweite Kurs hier abfahren, der vorher hier eine Runde durch Langenzersdorf gedreht haben sollte. Ja, schauen wir mal, ob der kommt oder ob auch der nicht kommt und ob dann generell diese Kurse hier dazwischen fahren. Wird recht spannend. Im Sinne von, kommt nichts, dann kommt nichts. Also man muss schon sagen, hier zwischen Langenzersdorf Süd und Wiesamberg und so ist es wirklich wunderschön. Schön, dass heute mal eine Übung an der Uni entfällt und ich ein bisschen Zeit habe dafür. Das hier ist jetzt wohl die Haltestelle Langenzersdorf Süd. Ja, Langenzersdorfer Straße Süd. Die steht auch noch in beiden Richtungen und man kann den Fahrplan lesen. Ich muss aber sagen, so weit war ich bis jetzt noch nie.
hier, ich sehe eben in die andere Richtung jetzt noch. Ein bisschen weiter hier zur Seite. Jo. Also hier sollte der Bus eigentlich vor ein paar Minuten vorbeigekommen sein. Mir kam aber jetzt in der Zeit, wo ich dieser Straße hier entlang gegangen bin, kein Bus entgegen. Somit, ja, kam hier auch jetzt nichts. Keine Ahnung, vielleicht ist heute kein Schultag, vielleicht ist heute der Bus von Aliens verschwunden worden. Genau. Aber ja, jedenfalls heute offenbar kein Betrieb. Seltsam. Hier ist jetzt die Haltestelle Seeschlacht stadteinwärts. Die habe ich jetzt von der anderen Seite gar nicht gesehen. Ziemlich unscheinbar hier. Aber auch noch gut lesbarer Fahrplan. Bisschen schiefer Haltestellenlöffel. Ja, und die Haltestelle in die andere Fahrtrichtung ist dort vorne. Ja, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen bei meiner Kamera verheddert. Ja, hier ist die Straße West und da drüben ist die Haltestelle in die andere Fahrtrichtung, da wo der orangene Mülleimer hängt. Und ich werde jetzt schauen, dass ich hier über die Straße komme, um euch auch diese Haltestelle noch zu zeigen. Okay, also hier ist die Haltestelle in die andere Fahrtrichtung, auch etwa genauso unscheinbar. Auch hier der Fahrplan gut lesbar, also immerhin das. Jo, aber eben bis jetzt kein Bus. Ich werde jetzt dann auch gleich schauen, ob ich eine Pressemitteilung finde, wo steht, dass die Linie eingestellt ist, weil könnte ja sein. Vielleicht habe ich das Memo verpasst, dann haben vermutlich sehr viele Leute das Memo verpasst, weil irgendwie weiß keiner was von der Linie und die gibt's und aha. Also ja. Interessant, wirklich interessant hier. Schauen wir mal. Hier bei der Haltestelle Paul-Gusel-Straße findet sich auch eine kleine Art Kuriosium. Also nicht nur die Ampel, die es hier gibt, die einfach nur so ein gelbes Warnblinklicht ist. Das ist auch ein bisschen kurios. Nein, auch das hier. Ja, ist es ein Verkehrszeichen oder ist es eine Haltestelle oder eine Haltestelle am Verkehrszeichen oder ein Verkehrszeichen an der Haltestelle oder ein Verkehrszeichen und eine Haltestelle an der Markierung des Gases? Ich habe keine Ahnung. Es ist eine ziemlich interessante Konstruktion auf jeden Fall. Die Haltestelle Paul-Gusel-Straße, auch hier nur der 236er. Jo, wo die Haltestelle in die andere Fahrtrichtung ist, darf man mich jetzt so ad hoc nicht fragen. Ich glaube, das da vorne, das um die Ecke, habe ich irgendwann mal auf der OpenStreetMap gemappt. Das ist schon zu lange her, aber das ist offenbar die Haltestelle hier um die Ecke. Jo, hier der Haltestellenlöffel schon leicht ausgebrochen aus seinem Frame. Auch hier nur 236er. Jo, folgen wir weiter der Spur. So, jetzt bin ich hier die ganze Saroba-Gasse hinuntergegangen. Ja, hier ist eine Haltestelle in die Richtung. Da werde ich jetzt gleich mal hinschauen. Auch habe ich irgendeine Haltestelle in der Saroba-Gasse offenbar gemappt, die es nicht gibt. Auch interessant. Aber jedenfalls, hier ist eine Haltestelle. Ah, das dürfte jetzt Langenzersdorf Klosterneuburger Straße sein, man weiß es aber nicht, weil eben wiederum nur dieser Fahrplan. Jo, die andere Haltestelle werde ich jetzt suchen müssen. Jo, aber hier mal nur in eine Fahrtrichtung eine. Ja, da habe ich offenbar wirklich eine Haltestelle gemappt, die es nicht gibt. Und somit offenbar auch bei der Route, die ich dem Bus gegeben habe, habe ich offenbar auch irgendeinen Fehler gemacht, dass ich ihn da durch diese Straße führe, wo er offenbar eigentlich da gar nicht durchfährt.
muss ich mir auf der Webseite des Forum noch einmal genau anschauen, aber interessanterweise scheint er immer nur bei dieser einen Haltestelle zu halten und bei keiner anderen hier im Raum. Also, naja, gut. Gehe ich jetzt mal weiter Richtung Bahnhof, also gleich hier dann abbiegend. Ja. Und schauen wir mal, was es da noch so gibt. Also laut meinen Karten muss ich jetzt jedoch geradeaus gehen, um zum Bahnhof zu kommen. Ja. Mal schauen. Hier ist es die Haltestelle Langenzersdorf Bahnhof, dieser Ortsverkehrlinie. Auch hier steht derzeit kein Bus. Es ist 8:33 Uhr. Ja, um 8:32 Uhr sollte ein Kurs bei Langenzersdorf Hauptschule ankommen. Langenzersdorf Bahnhof sollte eben einer um 8:43 Uhr dann abfahren. Jo, also das wird jetzt sehr interessant. Von der Theorie her sollte eigentlich eben genau jetzt dann einer bei der Hauptschule stehen, der dann von dort wieder wegfährt. Schaue ich mal, gehe ich mal Richtung Hauptschule, also weiter diese Richtung. Also hier ist es eine Haltestelle bei Neue Niederösterreichische Mittelschule Langenzersdorf. Somit kann man davon ausgehen, dass das hier ja die Haltestelle bei der Schule ist. Jo, also die Frage ist, ob ich jetzt zur Schule reinschauen soll, ob denn heute schulfrei ist. Na gut, schauen wir mal, ob hier jetzt noch ein Bus kommt. Ich denke aber nicht. Keine Ahnung, ist in Langenzersdorf heute schulfrei? Würde mich wirklich wundern, weil sonst ist eigentlich nirgends schulfrei. Ja, das andere Ding ist, an der Uni eben diese eine Übung entfällt heute auch. Also keine Ahnung, vielleicht ist hier irgendwie ein verlängertes Wochenende für manche Schulen und da denken sich die Betreiber der Linie auch, fahren wir mal gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich morgen definitiv versuchen, wieder um die Uhrzeit so gegen 7 Uhr in Strebersdorf zu stehen. Wird sich knapp ausgehen, dass ich dann rechtzeitig zur Uni komme, aber ja, das interessiert mich jetzt, weil Montag kann ja durchaus ein Fenstertag sein, auch wenn derzeit nicht sehr sinnvoll. Dienstag eher nicht mehr. Also dann ist wirklich die Frage. Ja. Und ich frage mich jetzt echt, ob da heute Schule ist. Also eigentlich müsste ja in ungefähr 5 Minuten eine Pause sein. Das müsste man eigentlich merken. Ne? Schauen wir mal. Ich bin wirklich gespannt, welche Ausrede die Betreiber der Linie heute haben, weil es ist definitiv hier heute Schule. Es ist ein ganz normaler Schultag und wenn am Fahrplan steht, alle Kurse werden nur an Schultagen geführt, naja, dann sollten sie wenigstens an Schultagen geführt werden, meiner Meinung nach. Aber ja, ich werde jetzt eben noch googeln, ob es irgendeine Presseaussendung bezüglich dessen gibt, dass die Linie vielleicht nicht mehr existiert oder irgendwas. Aber ich habe sie ja letzten Jänner oder irgendwie, nein, diesen Jänner, glaub ich ja noch gesehen. Also, seltsam. Also, ich habe den Bus zwar gesucht, aber leider nicht gefunden. Nur auf einen großen Mapping-Fehler, den ich bei dieser Linie gemacht habe, bin ich drauf gekommen. Den werde ich noch ausbessern, sobald wie möglich. Also, liebe Leute, danke fürs Zusehen dieses kleinen Vlog-Fingis. Ja, ich werde vermutlich am Mittwoch, also das mit Dienstag ging sich nicht mehr aus, aber am Mittwoch, den 8. Juni, noch einmal in Strebersdorf vorbeischauen, ob der Bus dann fährt. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ich mache.
Aber jedenfalls, ich habe Dr. Richard und Plagueis kontaktiert. Dr. Richard sagte mir nur, dass Plagueis die Linie fährt. Und von Plagueis, denen habe ich ein E-Mail an bus@plagueis.com geschrieben. Habe ich bis jetzt keine Antwort. Das E-Mail scheint so durchgegangen zu sein, aber ich habe bis jetzt keine Antwort. War aber auch erst gestern, also kann noch etwas dauern. Also jetzt mit Zeitstempel Dienstag, 7. Juni, hat sich hier noch nichts getan. Aber wenn ich weitere Informationen habe, werde ich die euch noch irgendwie zukommen lassen in einem weiteren Vlog oder irgendwie sowas. Ja, so viel dazu. Auf dieser kleinen Endcard, zu der ich mich jetzt durchgerungen habe, links der andere Vlog-Thingy-Eintrag, Video-Dings hier auf YouTube, wo ich über meine Lieblingsorte im Winter rede und euch die auch zeige. Und rechts ein Vlog, der mehr oder weniger da dazu passt jetzt auch, nämlich Bisernberg bei Nacht, denn da gehe ich auch zur Ulmengasse und zur Hochauerstraße, nur halt bei Nacht. Und ja, das passt da vielleicht ein bisschen dazu. Ansonsten gerne Daumen hoch auf all meinen Videos, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann einen Kommentar, was ich anders machen soll, was ich gar nicht machen soll. Ja, gerne konstruktive Kritik. Vielen Dank und bis irgendwann mal. Hallo, hier ist Robin D. mit einem kurzen Update zu der Suche vom 236er. Tja, ich hatte noch immer keine Antwort bekommen, was am Montag war, aber heute, Freitag, 10. Juni, war er da. Er kam nach Strebersdorf und er fuhr brav seine Runden. Und ich durfte auch ein paar Fotos vom Bus machen, die ihr jetzt hier in diesem Zusatzteil für das Video seht. Also ja, ich habe ihn gefunden, er existiert. Hat natürlich keine Ansagen, wozu auch. Kennt sich eh jeder aus, der mit dem Bus fährt. Und Leute, die sich nicht auskennen, ja, die können von 7 Uhr in der Früh von Langenzersdorf bis um 15 Uhr nach Strebersdorf fahren. Und die ganze Zeit im Bus sitzen und sich wundern, warum sie im Kreis fahren. Ja, also jedenfalls, ich habe ihn gefunden und das war ganz toll. Ja, wunderschön. Schöner Bus. Schöne Linie. Ja, das wollte ich nur sagen. Also dann, bye bye.